Späte Rache oder The Köln Concert. Einmal, ein einziges Mal nur in diesem Leben, schrieb ich einen Text aus persönlich motivierter Rachsucht. Und Grund zur Rache hatte ich, Grund zur Rache an Keith Jarrett. Nicht an Jarrett als Person allerdings, sondern an einem seiner Werke, an der 1976 erschienenen Doppel-LP The Köln Concert. Dieser in schwarz-grau-weiß gehaltene Tonträger, auf dem Cover einen schwer auf innerlich gestrickten Mann zeigend, hatte schlimme Auswirkungen. 15 war ich, als The Köln Concert erschien und verfügte und gebot über einen sogenannten Freundeskreis, ein Wort, das beinahe wie Bibelkreis klingt. Und in genau einen solchen verwandelte sich dieser Freundeskreis eben auch schlagartig, nachdem jenes Werk ihn erreichte, infizierte und durchdrang. Zuvor war man 15-jährig, wie man vor sich hin dölmerte, ein den Dingen des Lebens durchaus zugetaner junger Mensch, ja Jugendlicher gewesen. Auf Flocatis hatte man, so war es 1976 Pflicht, herumgelegen. Unter jenen hirtenhundartigen Teppichen, von Müttern als Staubfänger gefürchtet und verständnislos gehasst, befanden sich gern einige möglichst silberfischverseuchte, blau-weiße Matratzen vom Sperrmüll. Räucherkerzen glommen und müffelten vor sich hin, Sandelholz, Patchouli und was sonst noch streng roch. Unbedingt erforderlich war auch ein braunes, getöpfertes Teeservice mit natürlich henkellosen Tässchen und einem Stöfchen, auf dem eine Kanne mit aromatisiertem Tee, oft leider sogar in der Geschmacksrichtung beziehungsweise wohl eher in der Geschmacksverirrung Vanille zu stehen hatte. Um die herum gruppiert man auf eben jedem Flocati möglichst cool, freakig und lässig herumlag. Die als etwas spießiger empfundene Variante zum weißen Webfellteppich war die von Mutter oder Oma gehäkelte Patchwork-Decke, die dann als, auch ein schönes Wort, sogenannte Tagesdecke auf dem Bett des Jugendzimmers ausgebreitet lag. In diesen in stundenlanger Kleinarbeit auf locker und unaufgeräumt getrimmten Kemenaten also lungerte man herum. Einmal hatte man sich sogar für 20 Mark vom Bahnhof auch etwas ganz besonders Schönes mitgebracht. Ein kleines Päckchen oder Tütchen. Und als man es zu Hause öffnete, durfte man feststellen, dass 2 Gramm Currypulver recht teuer sein können. Selbstverständlich sah, wusste und roch man, was man sich da hatte andrehen lassen als grüner Junge. Nichtsdestotrotz krümelte man sich tapfer das Currypulver in die Zigarette. Bedeutungsvoll zündete man sie an und inhalierte tief. Nach sekundenlanger schwerer Stille ächzte man: Oh, Alter. Günstig. Oder ähnliches und gab den angeblichen Joint dann weiter an die anderen, die jetzt ihrerseits in Zugzwang kamen. Zwar wussten auch sie ganz genau, was die Zigarette enthielt, beziehungsweise eben nicht enthielt, mochten sich aber keine Blöße geben. Nein, wenn der stoned war, dann waren sie es schon lange. Und so lagen am Ende eben alle auf dem Kreuz, als eine Art Leistungskurs Buddhismus. Die Augen geschlossen und vor lauter Autosuggestion schon selbst glaubend, dass sie den Adler kreisen sähen. Aber auch andere Dinge tat man. Zum Beispiel hatte ich mit 15 ein Mofa der Marke Rixe, Modell Highsport, das ich natürlich spitz gemacht hatte, wie das hieß. Anderes Ritzel drauf, kleinere Vergaserdüse und einen Klasse 5 Krümmer drunter. Einmal wurde ich mit 57 km/h bergauf von den Wachtmeistern gestoppt, konnte aber glaubhaft versichern, ich wüsste auch nicht, wie das käme. Tut mir leid, ich habe das so gekauft, ab Werk. Mit diesem Mofa aus der Fahrrad- und Mofa-Fabrik Rixe in Bielefeld-Brake knatterte ich fröhlich durch die Gegend. Ich wohnte damals in Bielefeld-Altenhagen und besuchte den bereits oben genannten Freundeskreis, den eben Brake, Hepen, Oldentrupp, Hillegossen, Stieghorst, Kusenbaum, Jöllenbeck, Knetterheide oder Milse beheimatet war. Allesamt Ortschaften, die so sind, wie sie heißen. Kaum aber hatte ich mein jeweiliges Ziel erreicht und das Jugendzimmer betreten, bot sich 1976 das immer gleiche Bild des Grauens. Ein junger Mann oder eine junge Frau lagen mit dem Gesicht nach unten auf Flocati oder Patchwork-Decke. Und dazu lief Keith Jarrett, The Köln Concert, fast immer die dritte Seite, auf der Jarrett heftiges Füße trampeln und noch heftigeres Atmen in die Klaviermusik einführte.
Dagegen war ja auch gar nichts zu sagen, aber Jareds elegisches, kunstgewerblerisches Spiel hatte eben auf die jungen Menschen die furchtbarsten Auswirkungen. Schlug man, während diese Platte lief, und sie lief quasi immer, egal was vor, so erhielt man chronisch die Antwort: Ach nee, mir geht's heute nicht so gut. Tönt es aus dem oder der wie weit wund- oder todesmatt herumliegenden: Ich weiß auch gar nicht, wer ich bin. So sprachen 15-Jährige, und schon damals schwante mir, während ich eher fassungslos in einem Türrahmen stand und meinen Sturzhelm in der Hand drehte, dass es keine gute Idee ist, wenn Deutsche nach ihrer Identität suchen. Entweder langweilen sie sich selbst und andere damit zu Tode, oder aber die Sache endet in Stalingrad. Erst Jahre später, man hat ja als Schriftsteller in Deutschland verletzlich, wenn nicht verwundbar zu sein, konnte ich die mir 1976 zugefügten Verletzungen und Verwundungen bewältigen. 1985 war es, ich wohnte mittlerweile längst in Berlin, denn das war Anfang der 80er dann quasi Pflicht, schleppte mein damaliger Obermieter einen CD-Spieler und mehrere CDs an. Im Sortiment hatte der geschmacksfreie Immigrant aus dem Rumänischen nicht nur alles von Pink Floyd und Genesis, sondern auch, genau, The Köln Concert von Keith Jarrett. So erfolgreich verdrängt hatte ich jenes Werk und seine fatalen, ja beinahe letalen Folgen, dass ich dem Angebot, da mal reinzuhören, bereitwillig zustimmte. Kaum aber war die CD bei der ehemaligen Plattenseite 3 angelangt, griff ich, ohne zu wissen, was und warum ich es tat, nicht etwa zu einem Joint, sondern zur Whisky-Karaffe. Wiederholungen des Tests zeitigten stets dasselbe Ergebnis. Keith Jarrett, The Köln Concert, Seite 3. Hastiger, ja panischer Griff des Probanden zur Karaffe. Tief, ja metertief musste ich graben und buddeln, bis meine inneren Verkrustungen aufbrachen und ich sie aufarbeiten, ja aufessen, beziehungsweise sogar aufwischen konnte. In nur 8 Zeilen fasste ich die immerhin knapp 80 Minuten dauernde Doppel-LP zusammen. Ein Verfahren, das auch beleuchtet, was ich seitdem unter dem Begriff Gerechtigkeit verstehe. Schwarze Tasten, weiße Tasten, Töne, die das Herz belasten, Hände, die nicht ruhen noch rasten, hasten über Tasten, Tasten. Junge Menschen wurden greise, wenn Keith Jarrett klimperte. Auf dem Flocati litt ganz leise, wer vorher fröhlich pimperte.